So. Servus miteinander. Jetzt fühle ich mich wie so ein Lehrer, der gerade den Schüler dabei ertappt hat, wie er quatscht. Furchtbar. Genau. Hat ihr Handy aus jetzt hier. Klassenarbeit. Ich bin der David. Ihr habt mich in den letzten Tagen schon mal ab und an hier rumtouren sehen. Ich bin aus Köln hier rüber gegurkt. Und wenn ich gerade nicht in Köln bin, bin ich meistens entweder virtuell oder tatsächlich so richtig physisch irgendwie in der Joomla-Community unterwegs. Das ist ein Bildchen von der Joomla World Conference 2013 in San Francisco. Das war eine sehr nette Geschichte. Ich bin da jetzt alles in allem so seit 10, 11, 12 Jahren bei Joomla bzw. Mambo dabei. Über die Jahre immer tiefer reingerutscht. Mittlerweile im Sumpf so weit versackt, dass ich im internationalen Leadership-Team angekommen bin. Das ist jetzt das Community Leadership Team, was die machen, kommen da noch dazu. Jette quasi mit meinem heißen Ofen durch die Republik, laufe über Joomla Events und verteile das Wort sozusagen, Joomla Apostel. In der Rolle stehe ich jetzt auch heute hier und erzähle euch eine Geschichte. Wir machen nämlich jetzt eine Märchenstunde. Die Märchenstunde ist... Fängt an einem Punkt, der jetzt, ich glaube, 10 Jahre, 2 Monate und 2 Tage her ist. Da gab es nämlich mal so ein PHP-basierendes Content-Management-System, das hieß Mambo. Mambo ist mal von einer australischen Firma programmiert worden, weil die dachten, dieses Internet, das scheint sich durchzusetzen, lass da mal doch was für machen. Und das verticken wir dann, das verkaufen wir für richtig viel Geld. Und dann haben sie das programmiert und wollten es verkaufen, aber keiner wollte es haben. Also schon ein paar, aber das lief irgendwie nicht so richtig. Und dann sind sie hingegangen und haben gesagt, wisst ihr was, lasst mal dieses Open Source machen, von dem jetzt gerade alle reden. Und dann haben sie es irgendwo hochgeladen und dann war es Open Source. Und wieder erwarten, haben sich Menschen dafür interessiert. Das ist jetzt 15 Jahre her, Pi mal Daumen, und zu dem Zeitpunkt sah die Web-CMS-Welt auch noch ein bisschen anders aus. WordPress hieß zu dem Zeitpunkt noch B2. WordPress ist ein Fork von einem anderen System. Typo 3 steckte damals auch noch in den Kinderschuhen und spielt international ohnehin keine Rolle, damals wie heute. Drupal gab es noch nicht. Das, was damals eher so aktuell war, waren so Systeme wie Xoops, PHP Nuke und so Sachen. Kennt heute keinen Schwanz mehr, aber damals gar nicht noch aktuell. Und Mambo war damals ziemlich heißer Scheiß. Und dementsprechend bin in kürzester Zeit eine Community am Start, die angefangen haben, das Ding voranzutreiben. Und das wurde größer und größer und größer. Und irgendwann ist diese australische Firma, die hießen Miro, auf den Zeiger gekommen, dass man mit Open Source schwieriger Geld verdient, als wenn man dieses Mambo, das plötzlich alle benutzen, einfach so verkauft hätte. Die haben einfach schlicht und einfach die Dollarzeichen in den Augen bekommen und überlegt, verdammt, wie verdienen wir an dem Ding jetzt nochmal richtig Kohle? Dann haben sie mal die Open-Source-Lizenz gelesen, unter der sie das Ganze gestellt haben, haben geschluckt und mussten sich dann quasi ein Workaround überlegen. Irgendwas, wie sie jetzt da trotzdem an Geld kommen. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie den Namen Mambo mit dem Schriftzug und dem Logo sich als Marke haben eintragen lassen. Und dann sind sie bei all den Konkurrenten, die im Mambo-Markt wirklich groß waren, hingegangen und haben die abgemahnt, haben denen die Nutzung der Marke verboten und so versucht, den Markt in ihre Richtung zu lenken. Das war deren ganzer Beitrag quasi zu dem Zeitpunkt zur Community. Die eigentliche Entwicklung wurde von Freiwilligen betreut. Miro hat so ein bisschen rechtlich da geholfen im Hintergrund und auch mal ein paar Euro dazu geschossen. Aber wirklich groß war der Beitrag nicht. Und dementsprechend fand das die Entwickler-Community auch nicht so richtig witzig, was die Jungs dann da abgezogen haben. Das Entwicklerteam ist dann hingegangen, sie ist damals noch Core-Team, und hat vorgeschlagen, wisst ihr was, Jungs? Wir gründen so eine Stiftung. Und diese Stiftung, das ist was Unabhängiges, die Stiftung bekommt dann das Markenrecht und dann könnt ihr aufhören, hier Leute abzumahnen und wir werden vielleicht wieder grün miteinander. Und dann ist Miro hingegangen und hat tatsächlich gesagt, okay, wir gründen eine Stiftung, lasst es mal machen. Und dann haben sie quasi über Nacht die Stiftung gegründet und haben den Stiftungsvorsitzenden, das war dann der Chef von Miro, und der Stiftungsbeirat war besetzt mit Miro-Mitarbeitern.
Das haben sie ohne Absprache mit der Community gemacht und dementsprechend, es war dieselben Nasen im Hintergrund, jetzt nur mit anderem Firmennamen drunter. Es hatte sich nichts geändert und das wiederum hat das damalige Core-Team so verärgert, dass sie gesagt haben, wisst ihr was, wir gehen. Das geben diese Open-Source-Lizenzen ja netterweise her, dass man den Code einfach nehmen kann und separat weiterentwickelt. Sie wollten natürlich in dem Schritt auch den Namen Mambo loswerden, weil das war ja mit Markenrecht und sowas schwierig und haben deshalb gesagt, wisst ihr was, wir spalten uns ab und machen das Ganze unter einem neuen Namen. Im ersten Schritt sind diese Menschen, die dann einen offenen Brief an die Community geschrieben haben, erstmal hingegangen und haben in den USA, in New York, einen Laden eingetragen. Das ist, glaube ich, nach US-Recht ist es eine Firma, die heißt Open Source Matters. Und das war quasi der neue Dachverband von diesem neuen System, was sie da abspalten wollten. Und dann hat es ein bisschen hin und her gedauert, haben sie einen netten Namen gesucht und wenig später, Begeisterung, war Joomla da. Joomla war zu dem Zeitpunkt ein Klon von Mambo mit anderem Logo drauf. Unter der Haube hat sich quasi noch nichts verändert. Das Projekt dahinter bestand zu dem Zeitpunkt aus zwei Teams. Das eine war das Core-Team, die eigentlichen Entwickler, und das andere war halt Open Source Matters als dieser Dachverband. Open Source Matters hatte zu dem Zeitpunkt die Aufgabe, das Markenrecht zu verwalten. Wenn man da von Anfang an hingegangen ist und gesagt hat, hey, lass die Marke mal bei was Unabhängigem, man weiß ja nie, ob das so koscher läuft. Und das war Recht und Geld. Das war das, was Open Source Matters verwaltet hat. Und das Core-Team hat den Rest übernommen, im Grunde genommen. Das plätscherte dann so vor sich hin. Ne? Wir sind jetzt dann in unserer Geschichte irgendwo im September 2005 angelangt. Ungefähr 10 Jahre her. Dann haben sie, ja, bitte. Das sind alles Freiwillige. Also wir kommen nachher noch dazu, das Joomla-Projekt hat keinen einzigen bezahlten Mitarbeiter. Klingt bescheuert, ist aber so. Genau, dann haben wir das über Jahre vorangetrieben, an Joomla 1.5 gebastelt und einmal im Jahr haben diese beiden Trüppchen dann ein Gruppenmeeting abgehalten. Das Meeting 2008 war dabei am südlichsten Südzipfel Deutschlands so quasi, in Pfronten. Die haben sich irgendwie in so einem Alpengasthof eingemietet, ohne Internet, ohne alles. Und haben bei der Gelegenheit für sich festgestellt, dass diese Anzahl an Menschen diese Menge an Arbeit, die es da einfach zu tun gab, nicht mehr bewältigen konnte. Die Core-Entwickler wollten eigentlich nur entwickeln, aber die hatten auch die ganze Sache mit dem Forum am Hals und eine Webseite musste betreut werden und Marketing und das war alles doof. Und deswegen haben die sich überlegt, wisst ihr was, wir müssen unsere Verantwortungsbereiche irgendwie klarer abgrenzen. Wir brauchen mehr Leute, mehr Teams, wir müssen es umstricken. Was bei rausgekommen ist, ist die Struktur, die das Joomla-Projekt bis jetzt immer noch hat. Da gibt es OSM weiterhin als das Team, das das Thema Recht und Geld beackert. Dann gibt es das CLT. Das CLT ist das Community Leadership Team. Das ist die Truppe, wo ich mit am Start bin. Unsere Verantwortung betrifft quasi den Community-Flausch. All das, was die Joomla-Community so lebenswert macht, fällt im weitesten Sinne unter unsere Verantwortung. Das sind konkret so Sachen wie Events, dass die ganzen Joomla.org-Seiten, Extensions Directory ist da mit drin. Was haben wir noch? Marketing fällt in unserem Bereich. Also sind verhältnismäßig viele Sachen. Das PLT, das ist das dritte Leitungsteam, was wir immer noch haben. Das ist das Production Leadership Team. Das sind dann die Jungs mit dem Code, so quasi. Da gibt es zum Ersten die Entwicklung an sich, die sie überwachen sollen. Das PLT soll explizit nicht, das sollen nicht die Leute sein, die Joomla programmieren müssen. Aber sie sollen die große Idee, das Ziel, auf das es hinzuarbeiten gilt, im Blick behalten und dafür sorgen, dass andere Entwickler Code in diese Richtung beisteuern. Und
Zusätzlich zum Code haben sie dann alles, was code-nah so quasi ist, auch noch mit an der Backe. Soll heißen, die ganzen Bugtracker-Geschichten gehören dazu, Dokumentation fällt in den Bereich, Übersetzungen, alles, wo es quasi ums Produkt geht, fällt in den Bereich. Übrigens ist fast das gesamte PLT des Projekts auf diesem Event, weil die ab morgen noch ein PLT-Summit haben. Das sind von den deutschsprachigen Leuten im PLT ist es der Viktor Vogel, der Robert Deutz, der Thomas Hunziker aus der Schweiz. Ansonsten ist noch hier der Roland Dalmunda, der Chris Davenport, der Marco Dings, genau, Marco Dings spricht auch noch Deutsch. Ja, also es ist, wir sind da mittlerweile auf einer guten Quote angelangt. Und im CLT, wir sind aktuell, glaube ich, noch zu sechst oder sowas. Da bin ich der einzige Deutschsprachige, der mit an Bord ist. Und bei Open Source Matters haben wir aktuell niemanden aus dem deutschsprachigen Bereich. Die Teams sind da relativ unterschiedlich besetzt. CLT und PLT sind hauptsächlich Europäer. USM, da ist der Anteil der US-Amerikaner höher. Was im Prinzip aber auch Sinn macht, weil es halt ein Laden nach US-Recht ist und es schon Sinn macht, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Es gab noch ein viertes Team, was in dieser neuen Struktur vorgesehen war. Das war das Community Oversight Committee. Das musste man irgendwie, also das war quasi als Kontrollinstanz gedacht, weil bei diesen drei Teams war die Nachfolgeregelung so angedacht, dass ein existierendes Team sich neue Leute selber dazu holt. Es gab keine demokratischen Wahlen oder so ein Schwachfug. Das haben sie direkt übersprungen, haben gesagt, wir bestimmen selber, wen wir haben wollen. Und das COC war als Absicherung für den Fall vorgesehen, dass das Joomla-Projekt mal in eine ganz falsche Richtung abdriftet, weil irgendwie nur Arschlöcher in den Leadership-Teams sind. Das COC war ein Team, das bestand, glaube ich, aus 15 Leuten oder sowas. Das waren Menschen, die dort lebenslanges Geburtsrecht so quasi hatten, das sind nämlich die Gründer des Joomla-Projekts, die in diesem COC drin waren und die im Notfall die Handbremse gezogen hätten. Das war der Stand 2008, so war es angedacht. Inzwischen sieht der Spaß aber leider so aus. Das COC ist tot, das haben sie irgendwann abgeschafft, weil sie denken, okay, es scheint so, als wollen die alle nur was Gutes, dann sägen wir das ab. Und das Zweite, was passiert ist, ist, dass die Pfeile, die den Austausch der Teams untereinander symbolisieren sollen, die sind weg. Stattdessen haben wir Mauern. Wir haben nämlich das Problem, was man sehr ehrlich anerkennen muss, dass die Leadership-Teams untereinander entweder gar nicht oder falls doch dann zu wenig und zu schlecht miteinander kommuniziert haben. Es gab immer mal wieder Zuständigkeitsstreitigkeiten, was weiß ich, wenn im Bereich der CLT eigentlich der Events-Teil mit drin ist und wir im CLT gesagt haben, wir möchten gerne das folgende Event finanziell unterstützen, hat jemand bei OSM gesagt, so, aber wir sind die, die das Geld bezahlen müssen und deshalb finden wir dürfen da auch mitreden. Und wenn das PLT gesagt hat, hey, wir möchten gerne einen Code-Sprint an dem und dem Ort machen, damit Entwickler vor Ort zusammenarbeiten können, hat OSM gesagt, wir müssen das bezahlen, deshalb finden wir das doof. Oder OSM wollte irgendeine Agentur beauftragen, die das Marketing macht, weil sie den Vertrag unterschreiben müssen, hat das CLT als Head of Marketing gesagt, das finden wir aber doof. Da kommt erschwerend hinzu, es ist keiner, ist jemand vom Leadership da sonst? Nee, ne? Dann kann ich auch ehrlich erzählen. Ich glaube, das viel größere Problem war schlicht und einfach auch, dass die aktuelle Personenkonstellation in diesen Teams über weite Strecken so ist, dass man sich einfach nicht mehr grün miteinander ist. Und ich glaube, ehrenamtliche Positionen insgesamt ziehen tendenziell Leute an, die gerne einfach irgendwie einen Titel haben. Und wenn man mal einen Titel hat, gibt man ihn sehr ungern wieder her. Und dementsprechend, es gibt so eine Handvoll Leute, bei denen denke ich, es wäre besser, wenn ihr einfach alle gemeinsam geht, weil die persönlichen Streitigkeiten, die ihr untereinander habt und die ihr auf diesen Teamebenen, dann auf Sachebene austragt, das schadet der ganzen Geschichte. Aber erstmal primär offiziell ist es ein Kommunikationsproblem. Ja. Wo findet der Ausgleich für dich ganz persönlich statt? Du bist ja sehr engagiert. Ich nehme dich als authentisch und engagiert und
sehr, ich sag mal, an der Sache orientiert. Wo ist der Ausgleich für dich? Das macht Spaß. Das klingt doof, aber das, ja, ich würde es nicht machen, wenn es nicht Spaß machen würde. Natürlich irgendwo auf einer gewissen Ebene ist das natürlich auch interessant für mich als Dienstleister, weil man bekommt eine gewisse Bekanntheit. Aber wenn ich die Stunden, die ich reinstecke und das, was da an Aufträgen rüberkommt, nebeneinander halte, ist das natürlich jenseits von Gut und Böse. Also richtig verstanden, dass es in deiner Entwicklung dir geholfen hat? Massiv. Also wenn ich nicht vor 10 Jahren mal da reingestolpert wäre, wäre ich nicht hier, so viel steht fest. Was? Nee, von meinem geistigen Auge sehe ich mich bei irgendeiner Microsoft-Programmierbude sitzen und .NET-Code-Zeilen hin und her schieben. Und dann mache ich das noch 5 Jahre, dann nehme ich mir einen Strick. Von daher ist es so schon besser gelaufen. Also Jumla ist lebensrettend für dich. Lebensrettend, auf jeden Fall lebensverändernd. Das glaube ich, das können ganz, ganz viele Leute in der Community guten Gewissens sagen, dass Jumla das Leben verändert hat. Massiv. Das ist ein Bild von der Giant Beyond 2014, die internationale Konferenz. Und bevor das eigentlich Event losgegangen ist, hatten wir noch ein Leadership Summit. Da waren also Leute von allen 3 Teams dann vor Ort, haben sich unterhalten, unter anderem auch über dieses Strukturproblem. Und es hat sich dann eine kleine Arbeitsgruppe ausgegliedert, die vor Ort auf dem Event einen Entwurf, quasi ein Proposal für eine neue Struktur zusammengeschraubt hat. Dieser Vorschlag ist sehr fundamental anders und wurde uns so vorgestellt. Ich liebe dieses Herz in der Mitte. Marketing ist toll, ne? OSM als rechtliche Struktur braucht laut US-Gesetz ein Board, einen Vorstand. Und dieser Vorstand muss, auch das laut US-Gesetz, aus mindestens 7 Leuten bestehen, wovon einer ein Schatzmeister ist, ein Präsident, ein Vizepräsident und ein Sekretär. Ich glaube, das sind die 4 Positionen, die man braucht, weil das Gesetz das so will. Ja, wobei das deutsche Vereinsrecht ist dagegen echt ein richtiger Kindergeburtstag. Die Amis haben echt nicht alle Latten am Zaun. Und dieses Board wäre in dieser neuen Struktur das Ding hier in der Mitte. Das ist quasi das wäre das neue oberste Leitungsgremium in der Community. Außenrum die Kreise, das sind die sogenannten Departments. Wir hätten dann 6 Abteilungen gehabt. Eine Abteilung wäre dann sowas wie Events, Infrastruktur, Finanzen, Produktion, was? Kinderkonfektion. Genau, Damen-Oberbekleidung, keine Ahnung. Ne? Das wären die 6 Abteilungen. Und in jeder Abteilung wiederum gibt es Teams. Wenn wir uns überlegen, das hier wäre das Events-Team, das ist das Events-Department, gäbe es dann ein Team für die Joomla World Conference, ein Team für die Giant Beyond, ein Team für den Joomla Day Deutschland und ein Team wiederum hat einen Teamleiter und mehrere Mitglieder. Und dann geht der Spaß quasi von unten nach oben hoch. Die Mitglieder wählen den Teamleiter, die Teamleiter wählen den Department Coordinator, also quasi der Abteilungsleiter. Und die Abteilungsleiter wählen aus ihrer Mitte heraus, und ich glaube, die müssen dann von extern den Präsidenten, den Vizepräsidenten, den Schatzmeister und den Sekretär wählen. Würfeln. Genau, auswürfeln ist mir egal. Das war die Struktur und die ist uns auf dem Event vorgestellt worden in einem, ich will jetzt nicht sagen geheimen Meeting, aber man hat schon vereinbart, dass man das jetzt nicht über Twitter rausposaunt, was man da gerade gehört hat. Und der erste Vorschlag war, hä, wisst ihr was, Community-Feedback zu so einer fundamentalen Änderung brauchen wir eigentlich nicht. Wir beschließen das jetzt einfach. Habt ihr jetzt 7 Tage Zeit, könnt ihr abstimmen und dann ist es durch. Da gab es dann die ein oder andere kritische Stimme aus dem Leadership-Team, dass man eine fundamentale Änderung am Projekt vielleicht auch mit dem Projekt und den Menschen darin absprechen könnte. Dementsprechend ist dieser erste Anlauf abgesägt worden. Stattdessen haben wenn man mal nicht weiter weiß, man gründet einen Arbeitskreis. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, die dieses Proposal weiterentwickeln sollte, weil es auch inhaltliche Kritik gab. Und das erweiterte Proposal sollte dann erst dem Leadership vorgestellt werden, dann der Community und dann abgestimmt werden. Das war die Idee. Das hat dann verhältnismäßig lang gedauert. Ich glaube, so 6 Monate oder sowas waren die unterwegs. Und dann kam das hier aus der Marketingfabrik. Joomla Makes It Happen war der große Untertitel und da ist auch das Herz bei entstanden. Wie viele
Bitte? Und die 4 Kondome sowieso, genau. Das war ein Google Doc, was da der Community vorgestellt worden ist. Das waren geschmeidige 45 Seiten englischer Text, DIN A4 und so. Dementsprechend war das Feedback, was da zurückkam, verhältnismäßig überschaubar. Da waren einfach nicht so viele Leute, die sich das angetan haben. Es gab dann irgendwann eine englische Kurzvariante mit nur noch 14 Seiten oder sowas, ne? 11. Und davon hat die Steffi dann netterweise eine deutsche Übersetzung gemacht. Ja, also ich, na, ist egal, ich will noch nicht meckern. Kernidee dieser weiterentwickelten Struktur ist jetzt das Folgende. Wir haben nicht mehr nur 6 Departments, sondern 7. Nämlich Production, das wären die Jungs mit dem Code, Legal für hier Finanzen und Recht und sowas. Marketing hätten wir, Events. Operations sind die, die die anderen Teams unterstützen sollen. Da gehört dann zum Beispiel sowas, dass das Operations-Team die Webseiten der Events wartet. Oder dass das Operations-Team den Bug-Tracker weiterentwickelt, den das Produktionsteam braucht, so als Idee. Programs brauchen wir, weil das Joomla-Projekt ein Zertifizierungsprogramm hat und weil das Joomla-Projekt ein Stipendienprogramm hat, wo Leute, die es sich nicht leisten können, auf internationale Events zu fahren, unterstützt werden finanziell. Und last but not least haben wir dann die Local Communities. Das ergänzt um die 4 Posten, die man sowieso hat, wäre dann das neue Obermufti-Gremium geworden, das Board of Directors. Die wären dann gewählt worden von den Teamleitern der einzelnen Teams. Die einzelnen Teams wählen dann wiederum ihren Leiter und in ein Team wäre man reingekommen, indem man sich beworben hätte. Und das Team selber hätte dann abgestimmt, den wollen wir oder den wollen wir nicht. Und ab dem Moment wäre es tatsächlich demokratisch abgelaufen. Man hätte dann mit Mehrheitsbeschluss die anderen Positionen gewählt. Das ist an sich, wie ich finde, eine schöne Idee. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Es gibt noch 2 besondere Geschichten in dieser neuen Struktur. Zum ersten gibt es einen Ombudsmann, glaube ich, oder wer ist das Deutsche? Schiedsgerichtsmann, Dingsbums da. Idee ist, man hat eine Person, die bekannterweise neutral, fähig und wenig verstrahlt ist, die bei Konflikten in der Community vermittelt und im Zweifelsfalle auch entscheidet, was weiß ich, wenn der Sven schon wieder mich Arschloch genannt hat in einem öffentlichen Chat, dass er das beim 7. Mal dann nicht mehr tun darf und das Projekt verlassen muss, so Sachen. Das wäre der Extremfall gewesen, aber da quasi jemanden zu haben, der außerhalb der Struktur steht, um auch Konflikte entscheiden zu können, die jemanden aus dem Leadership betreffen, weil das, wenn es knallt, dann in der Regel irgendwo da. Das ist die eine Struktur. Und die andere Struktur, die ein bisschen besonders ist, ist das Advisory Board. Das soll quasi so ein Beratergremium sein, wo Leute drin sind, die mit der Joomla-Community nichts zu tun haben, die aber nach Möglichkeit so in diese Internetszene allgemeinen Einblick haben. Und die sollen quasi hingehen und befragt werden können, wenn es um wegweisende Entscheidungen geht. Die haben da auch so ein Beratungsrecht quasi. Alles in allem ist das die neue Struktur in Kurzform. Dieser Vorschlag ist dann zur Abstimmung gestellt worden, den Leadership Teams. Und die Abstimmung war, wie man sieht, knapp, so quasi. Ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt 29 stimmberechtigte Mitglieder. Und die hätten irgendwie 16 gebraucht, um den Vorschlag durchzukriegen, es sind 17 geworden. Also es war eine sehr, sehr knappe Abstimmung. Vielleicht interessant, man wird es kaum gemerkt haben, ich habe dagegen gestimmt, warum das so ist und was die Hauptkritikpunkte waren, warum fast ein Drittel der Leute gesagt hat, wir möchten das eigentlich nicht. Die eine Angst ist, dass in der neuen Struktur, wir sind aktuell 26 Leute im Leadership. In der neuen Struktur ist die gleiche Macht auf viel weniger Leute konzentriert. Man hat dann nämlich nur noch 11 Leute in der obersten Leadership-Ebene. Und wenn man sich überlegt,
aus welcher Erfahrung heraus Joomla überhaupt entstanden ist. Nämlich aus der Erfahrung heraus, dass jemand mit zu viel Macht seine Position ausgenutzt hat, um andere unter Druck zu setzen und dabei fast das Ding vor die Wand gefahren hätte, war das eine sehr dominierende Angst. Da spielten dann die persönlichen Konflikte noch viel extremer rein, weil innerhalb der Teams es bestimmte Menschen gibt, denen man immer mal wieder nachsagt, sie hätten den Anspruch, Joomla schon für ihre persönlichen Zwecke einzusetzen. Und bei denen hatte man dann noch viel mehr Angst, dass die sich den Obersessel nehmen und dann den großen Zampano geben. Die zweite Angst ist, auch da wieder 26 Leute jetzt, 11 Leute in der neuen Struktur, dass das zu viel Arbeit für zu wenig Leute ist. Wie sollen 11 Leute das machen, was aktuell 26 tun? Die Gegenargumentation an der Stelle war, haha, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, weil der Großteil der Arbeit passiert ja schon hier auf den unteren Ebenen. Team A kann auch mal mit Team B reden, man kann auch über die Departments hinweg miteinander kommunizieren. All das, was wir aktuell als Oberleadership-Leute uns ans Bein binden, sollte einfach weiter unten in den Teams passieren, wo man kürzere Entscheidungswege hat, wo man flexibler ist. Sodass auf dieser obersten Leitungsebene eigentlich nur noch die Aufgabe bleibt, das Große und Ganze im Blick zu behalten und bei Konfliktfällen irgendwie dann eine Richtung vorzugeben. Dann wäre es nicht. Weiteres Argument war, dass die Struktur, so wie sie da ist, insbesondere in Verbindung mit 46 Seiten Proposal, doch sehr deutlich aufzeigen, dass das zu viel Struktur und zu komplex und zu viel Overhead ist. Wir sind eigentlich, Joomla ist so ein kleines, schlankes, lustiges Projekt und jetzt plötzlich hat man feste Wahlvorgaben, es gibt Vertreter und Stellvertreter und es gibt Prozesse, die man implementieren muss, wenn man denn denkt, dass der Teamleiter doof ist, dann müssen 2/3 der Teammitglieder sagen, der ist doof und dann entscheidet der Department Coordinator, oh ja, der ist wirklich doof und wenn nicht, dann muss der Ombudsmann angerufen werden und so Sachen. Unheimlich viel Struktur, wo halt die Befürchtung ist, dass es einfach zu viel ist, weil es ja auch so funktioniert, mehr oder weniger. Und die Hauptangst, glaube ich, bei vielen war, dass diese Struktur einfach so ein bisschen die Seele von Joomla verändert. Joomla ist in der Art und Weise, wie das Projekt gewachsen ist und wie die aktuelle Struktur ist, einzigartig. Bei den anderen großen CMS-Systemen ist fast immer entweder der wohlwollende Diktator mit am Start, derjenige, der das mal gemacht hat und immer noch die letzte Entscheidung hat, oder es gibt zumindest irgendwie die große Firma hinter, die meistens von dem wohlwollenden Diktator mal gegründet ist und die jetzt die Fäden in der Hand hält. Joomla ist anders. Joomla hat keine bezahlten Mitarbeiter. Wir sind alle eigentlich auf einer Ebene, wir sind auf Augenhöhe. Es gibt nicht die große Firma. Niemand hat zu viel Einfluss. Es ist was Besonderes. Und diese neue Struktur, und da bin ich ganz ehrlich, denke ich auch, das ist eine Firmenstruktur. Das ist was für ein Wirtschaftsunternehmen. Und Joomla wird in dem Moment in so eine Wirtschaftsstruktur hineingedrückt, weil der in meinen Augen fatale Glaube besteht, wenn man nur genug Struktur hat, kann man damit persönliche Probleme lösen. Aber Struktur lösen keine persönlichen Probleme, ist meine feste Überzeugung. Wie gesagt, es war knapp. Aber die Struktur kommt. Es gab eine knappe Mehrheit dafür. Der nächste Schritt ist jetzt, dass ein Transition-Team gebildet wird, was dafür sorgen soll, dass wir von der jetzigen Struktur mit den 3 Teams zu der neuen Struktur mit dem, nennen wir es mal, Joomla AG-mäßigen hinkommen. Dieses Transition-Team, das werden 9 Leute sein, 6 davon kommen aus der Community. Die konnten sich entweder selber bewerben oder vorgeschlagen werden. Und dann kommt zu diesen 6 Leuten noch aus jedem aktuellen Leadership-Team einer dazu. Und der weitere Weg ist jetzt, hinzugehen und eine Liste aller Arbeitsgruppen zu erstellen, mit diesen Arbeitsgruppen Kontakt aufzunehmen,
damit die Arbeitsgruppen ihren Teamleader offiziell wählen können. Die Teamleader wählen dann offiziell ihren Abteilungsleiter, die Abteilungsleiter wählen dann offiziell ihre Leute und dann sind wir neu aufgestellt. Nebenbei muss auch noch, Kleinigkeit, die Satzung von Open Source Matters angepasst werden, weil das geht sonst alles mit dem US-Recht nicht und alles ganz böse, aber habe ich schon nichts mehr mit am Hut. Ja, genau, das wird die neue Truppe. Fazit, was man sagen kann, ist, Joomla wird strukturierter, so viel steht fest. Wir haben jetzt einen Prozess für alles mit all den Vor- und Nachteilen, die das so hat. Die Prozesse sind nachlesbar, es ist transparent, wie es zu funktionieren hat und so hat auch jeder die Möglichkeit, es nachzulesen, Einfluss zu nehmen. Etwas, was ich sehr schön finde, ist, dass Joomla demokratischer wird. Wie gesagt, aktuell so holt sich jedes Team einfach selber die Leute dazu, die am besten in den Kram passen. Mit der neuen Struktur wird demokratisch gewählt. Dadurch glaube ich, dass Joomla zugänglicher werden wird, weil man in einem Team mit Leuten, die man mag, dazu neigt, noch irgendwie einen Freund dazu zu holen, weil man den ja auch schon mag. Das heißt, für Außenstehende, glaube ich, ist es realistisch gesehen aktuell sehr, sehr schwer, in ein Leadership-Team hineinzukommen, wenn man nicht schon wirklich viele, viele Jahre mit den richtigen Leuten in der Community zusammengesessen hat. Das macht die neue Struktur erheblich einfacher. Hoffentlich zumindest. Ich bin jedenfalls gespannt. Der Fragen- und Antworten-Block ist dann hiermit eröffnet. Schieß los. Du hast die Grafik gehabt, die hier aufgezeichnet ist. Das heißt, der Vorstand. Stopp, eins zurück. Nein. Ja. Das heißt, es sind vier Personen drüben in Amerika. Ja. Präsident, Vizepräsident. So. Ja. Ich habe das Bild einer Pyramide. Ne? Präsident obendrauf, letztendlich der Vizepräsident irgendwo auf einer Basis. Mhm. Zwei, drei. Macht im Grunde genommen eine Pyramide. Unten drunter der Ameisenhaufen. Das heißt, du hast eins gesagt, oben, Open Source, da wird auch die gesamte Satzung geändert. Ja. An welcher Stelle wird der Vizepräsident oder der Vizepräsident letztendlich bezahlt? Das wird niemand bezahlt. Das Joomla-Projekt bezahlt niemand. Was natürlich bezahlt wird, ist, wenn ich am Leadership Summit teilnehme, also zu einem Event fahre, um dort mit meinen Leadership-Kollegen zu reden, bezahlt das Projekt meine Reisekosten. Aber ich bekomme keine Aufwandsentschädigung dafür, dass ich da bin oder sowas. Also mein Gefühl, das sagt so, dass der demokratische Gedanke ist an der Stelle offenkundig. Also im Ameisenhaufen ja, wobei also letztendlich auf der rechten Seite eben halt das, was letztendlich die Struktur, das heißt die Vision ausmacht, sich nicht wirklich verändert. Da ist eben halt sowas wie eine Macht. Ja, also es war eine völlige Schwachsinnsidee, Open Source Matters als Firma mit Sitz in New York einzutragen. Das war zu dem Zeitpunkt ein Schnellschuss. Man brauchte irgendwas Rechtliches, damit man die blöde Marke eintragen kann. Im Nachhinein war das eine absolute Schwachsinnsidee, weil das US-Recht nur sehr wenig Varianten in Sachen Ausgestaltung zulässt. Die muss es halt einfach geben und die haben für bestimmte Sachen rein rechtlich gesehen einfach die Verantwortung. Dazu kommt noch, dass es in den USA relativ schwer ist, so eine Gemeinnützigkeit einzutüten, weshalb das Joomla-Projekt in manchen Jahren deutliche sechsstellige Summen mit einer 2 vorne dran einfach an Steuern bezahlt hat. Danke für deine Antwort. Das heißt, es ist keine gemeinnützige Stiftung, sondern es ist eine eingetragene Firma. Es ist eine eingetragene Firma, weil das, was Open Source Matters macht, in den USA nicht gemeinnützig ist. Das ist genauso unser deutscher Verein hier, der Giant Beyond e.V., hat im Prinzip die gleiche Soße, ein bisschen anders. Auch das deutsche Vereinsrecht, das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht von 73 oder sowas, sieht Förderung von Open Source Software so in der Form nicht vor. Das heißt, wir mussten uns auch irgendwie einen Workaround bauen. In den USA gibt es den in der Form einfach nicht. Okay, weil du gesagt hast, dieser Stiftungsgedanke ist da. Der ist auch da. Die Firma mit der Idee dahin. Genau, danke. Genau. Ich versuche das mal ein bisschen neutral zu sehen und auch mal die andere Seite. Das ist gut, ich kann das nämlich nicht mehr. Wenn man sich das anschaut, die anderen Systeme sind alle schon strukturierter und es gibt ein großes Machtgefüge oben, vielleicht auch nur von einer Firma und einer Person. Aber zeigt das nicht, dass diese Struktur diese Systeme gepusht hat, obwohl sie schlechter sind? Also im Allgemein, sagen wir mal WordPress, da steht auch eine Person oben. Die Entscheidung ganz schneller getroffen, das System wird öfters abgeleitet und so weiter.
Klar. Das ist ein Riesenvorteil. Ich kann der Idee, ich antworte dann kurz. Ich kann der Idee schon einiges abgewinnen. Ich habe schlicht und einfach die Sorge, dass diese neue Struktur so ein bisschen die Seele von Joomla ändert und Leute, die gesagt haben, ich suche mir gezielt dieses Projekt aus, wo eben nicht oben irgendwo jemand steht, der am meisten davon profitiert, dass die gehen. Das ist einfach so meine Angst hinter Hagen. So. Na, ich glaube, dass das ja einfach eine Entwicklung ist. Also wenn man das jetzt wie so eine Welle sieht, diesen normalen Gartner-Hype-Cycle, dann ist diese ganze Open-Source-Bewegung jetzt so als Methode der Softwareentwicklung bei großen Firmen angekommen. Und es ist einfach praktischer, diese Entwicklung auszulagern. Der Schwarm entwickelt so ein bisschen vor sich hin. Und ich sage mal, die Fiesen picken die Rosinen und die Freundlichen, die geben etwas zurück oder organisieren das selber. Und in diesen Projekten, in WordPress und in Drupal, in beiden, ist es, sage ich mal, okay, wie das gemacht wird. Also es ist jetzt nicht die evil Firma, die Leute ausbeutet oder so. Die probieren schon, sage ich mal, Arten von Zusammenarbeit, die wirklich okay sind. Aber es ist natürlich, das ganze Schiff entwickelt sich so ein bisschen in die Richtung. Und es war auch ein Problem für Joomla eben nicht diese Struktur oder überhaupt irgendeine Struktur zu haben, weil sie einfach hinübergefallen sind und viele Dinge eben nicht implementiert haben, die man ansonsten macht, wenn man so eine Struktur hat. Na, jetzt hast du natürlich so einen Slider, den du jetzt, sag ich mal, in die eine oder andere Richtung ziehen kannst. Und im Moment geht er jetzt ein bisschen in diese Strukturrichtung. Und vielleicht ist es gerade so verkehrt, mal ein paar Jahre die Nummer zu machen und dann mal gucken, was rauskommt. Es gab einen Vorschlag, den ich sehr interessant fand, von Robert Deutz, der im Rahmen dieser Diskussion auf der Mailingliste geschrieben hat, wisst ihr was, Leute? Für mich gibt es nur zwei Varianten. Entweder wir lassen es so, wie es ist, und tunen nur an den kleinen Stellen, wo es wirklich notwendig ist. Mit anderen Worten, wir kippen die Idioten raus. Oder wenn wir sagen, wir wollen etwas fundamental anders machen, dann richtig anders. Und das hier kann man noch viel richtiger machen. Es wäre eine Idee gewesen, lass das Ding in der Schweiz anmelden, als gemeinnützigen Verein, wo wir viel mehr Möglichkeiten haben, eine Struktur zu machen, die uns entspricht, wo wir viel weniger Steuerstress haben. Und dann kann jeder interessierte Mensch auf der Welt sagen, ich möchte Joomla unterstützen, ich werde Mitglied in diesem Verein. Ich bin ein Teil von Joomla. Ich bezahle von mir aus noch, mach's dann über den, wie heißt der, Big Mac Index oder sowas, ne? Das quasi anhand meines lokalen Einkommens bemessen wird mein Mitgliedsbeitrag, ist für einen Deutschen dann, was weiß ich, 50 Euro und der Inder bezahlt dann, weil das Einkommen da niedriger ist, von mir aus 8 Euro im Jahr oder sowas. Und der hat mir zum Ersten nochmal ganz andere finanzielle Mittel und zum Zweiten ist völlig klar, dass du dann eine demokratische Basis hast, anhand der du dann die anderen Teams besetzen kannst. So ist es nicht, nichts Ganzes und nichts Halbes und wir bezahlen immer noch viel Steuer und müssen das irgendwie mit diesem US-Recht übereinbringen. Das hört sich schon sexy an, aber Entscheidungen werden dadurch nicht schneller getroffen. Das ist, wenn die Spitze klein ist. Naja, das ist natürlich die Frage, ob du zuerst schießt und dann fragst, wie es oder ob du mal guckst und so ist, ja. Also es ist halt einfach so ein Gedankenbild, ja. Und die Tatsache, dass es im Abiland gelandet ist, dass da ein relativ großer Markt auch für diese Technologie ist, weil das ja hier alles immer noch unter Neuland und Cyber läuft, ist es ja, angeln die sich sowas halt auch letztlich. Und ich meine, es ist ein großer Dampfer und man kann eine Menge Geld auch letztlich damit verdienen. Das darf man nicht verdienen. Ich glaube, der interessantere Teil an der Stelle ist, ich bin jetzt im CLT seit 2,5 Jahren oder sowas, ich kann mich in der Zeit nicht daran erinnern, irgendetwas Fundamentales entschieden zu haben. Die fundamentalste Entscheidung, die ich gemacht habe, ist das hier. Bei allem anderen will ich ganz ehrlich sein, die Entscheidung ist das Papier nicht wert, auf der es geschrieben ist, weil es muss jemand machen. Im Prinzip sind Open-Source-Projekte immer, wie heißt das, Meritocracy, das Deutsche, meritokratisch organisiert, was man auf einen Satz zusammenfassen kann, nämlich wer was macht, hat Macht. Und von daher ist die Länge des Entscheidungswegs ist völlig egal. Wenn es einfach jemand macht, hat das Joomla-Projekt an verschiedensten Stellen eindrucksvoll bewiesen, dann passiert es auch. Ja, manchmal nicht immer gut, aber... Genau. Ja, bitte. Gar nicht, du musst einfach nur glauben, es geht weiter.
Also. Ich, das ist nur so ein Geraune. Ja. Also genau, zu 90% hat er recht, zu 99% und wenn der eine Prozentfall eintritt und das Ding geht wirklich vor die Hunde, es ist Open Source. Ja. Wen interessiert's? Machen wir halt ein neues draus. Es gibt übrigens bei der ganzen Sache noch eine Geschichte, die habe ich eben vergessen zu erzählen. Sowohl die jetzige Struktur als auch die neue Struktur werden ganz unabhängig von irgendwelchen demokratischen Scheiß eine Person haben, die wird gleicher sein als alle anderen. Und das ist der Schatzmeister. Der Schatzmeister ist nämlich vom US-Recht her dazu verpflichtet, jede Ausgabe darauf zu prüfen, ob sie nachvollziehbar und vertretbar ist. Also ob man zum Beispiel den iranischen Junglertag. Genau. Kann Open Source Matters übrigens nicht, weil es ein Embargo gab oder sowas. Also, ne? Aber das sind auch so Sachen wie, was weiß ich, wir haben dieses Stipendienprogramm und da kann ich mich halt als Community-Mensch bewerben und sagen, guck mal, ich mache das und das und das, bitte ein paar Euro für den Flug. Und es gibt ein Punktesystem, wo drin steht, ach guck mal, der macht das und das und dafür geben sie so und so viel. Das ist alles transparent und nachvollziehbar, alles super. Die haben dann beschlossen, wir fördern x Leute und einer der Schatzmeister der jüngeren Vergangenheit, ich nenne keine Namen, hat gesagt, aha, nö, finde ich nicht gut. Ich bin ja hier der Oberschatzmeister, ich muss das ja prüfen, weil es könnte ja sein, dass das nicht ganz koscher gelaufen ist. Vielleicht hat das ja einer von euch manipuliert und dann fallen wir unter das US-Glücksspielgesetz oder sowas und deshalb, nö, ich würde gerne alle Bewerbungsunterlagen einsehen und wissen, wie ihr dazu kommt. Und man findet immer einen Grund als Schatzmeister zu sagen, das finde ich aber nicht gut. Das heißt, sobald irgendwie auch nur ein Dollar involviert ist, hat der Schatzmeister eine Blockademöglichkeit. Wobei glücklicherweise die Schatzmeister aber auch sterben und fliegen. Also das ist ein Problem, das erst mit dem aktuellen Schatzmeister offenbar geworden ist, weil er derjenige ist, der das sehr massiv ausnutzt, dass er diese Vetomöglichkeit hat. Früher hat das niemand bemerkt, weil die Leute einfach nicht so komisch waren. Man könnte zum Beispiel auch auf dezentrale Währungen umsteigen. Man könnte so viel, weißt du? Verdammte Axt. Ja, von daher, das ist die Hütte. Ja. Ich bin relativ neu im Joomla-Dschungel, 3 bis 4 Jahre. Ich finde auch generell diese Wettbewerbschaft ein sehr hohes Niveau in Stellung. Veränderung bedeutet nicht Stillstand, sondern da geht es weiter. Jegliche Art von Veränderung. Ob sie gut oder schlecht ist, weiß man im Nachhinein. Wo Mambo gestorben ist, wird jetzt aus der Historie gesehen, was ich jetzt sehe, gab es auch Veränderungen, die zu dem Zeitpunkt, wo die Veränderung eingetreten ist, bestimmt auch nicht alle hier hochgeschrien haben. Was daraus entstanden ist, war Joomla. Reden wir über Veränderungen in der Vorstandschaft, dass es gewisse Strukturen gibt. Schauen wir mal an, was da alles kommt. Aber es ist, eine Veränderung bedeutet nicht Rückschritt. Stillstand und keine Veränderung bedeutet Rückschritt. Ja. In jedem Projekt und in jeder Phase. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ich weiß es nicht. Da bin ich zu jung oder zu frisch dabei. Aber letztendlich muss ich sagen, gut, schaut mal an, was passiert. Im Extremfall, wenn man 5 Jahre hier sitzt und das Ding steht im Wandfahrer und man geht in die Schweiz. Okay. Dann sage ich herzlich willkommen beim Jumbo Day oder sowas. Dieses sage ich mal jetzt natürlich diskutieren, ja, aber es ist einfach so kurz. Ist so. Ja, genau, ist jetzt so. Und jeder hat eine Meinung und als Außenstehender, ich weiß nicht, wie fühlst du das? Das sind echt schöne Grafiken, besser wie bei der letzten Endung. Das war kleine Anekdote zum Thema Marketingtechnik. Das ist ja offensichtlich eine hierarchische Struktur, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Ne? Man wählt von unten nach oben. Als uns das vorgestellt worden ist, gab es halt diese Grafik und dann sagte irgendjemand so, aber das ist doch hierarchisch. Nein, 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 nein. Nein, das ist von außen nach innen, nicht von unten nach oben. So, ja, haben wir uns köstlich drüber amüsiert. Ja. Ja.
das läuft jetzt auf Team-Ebene oder wo werden jetzt die grundlegenden Entscheidungen, wie zum Beispiel, was wir jetzt mit der Architektur gemacht haben? Das, was ihr mit der Architektur gemacht habt, wäre dann, da gäbe es dann ein Joomla 4 Architecture-Team. Ja, das gibt es jetzt, ja. Genau. Und ihr hättet ein Teamlead und wir das, ja, wenn ihr das im Team... Genau, dann ist das so. Okay. Ist es dadurch einfacher, dass irgendwas schneller in den Core kommt? Das ist ja die Hoffnung. Das, wie gesagt, ich glaube, wenn es um Geschwindigkeit von Umsetzung angeht, ist es nie der Entscheidungsweg, der spannend ist. Es muss einfach jemand machen. Von daher, ich glaube, das hat nicht so den Einfluss. Ja, ich habe im Hinterkopf das, was der Hannes macht. Der hat anscheinend viel diskutiert, bis das endlich in den Core kommt. Ja, bei Hannes ist ein Sonderfall, weil Hannes sehr umfassende Änderungen hat, wo man auch einfach besprechen muss, ob sie für das große Ganze Sinn ergeben. Und Hannes ist zum Zweiten ein Sonderfall. Ist er da? Wir haben im Joomla-Projekt die Regel, zwei erfolgreiche Tests sind notwendig, um etwas zu mergen. Und Hannes schreibt in seine Patches... Ja, das lies halt den Code, das kann man nicht testen, das sieht man doch. Und weigert sich partout, gescheite Test-Instructions dazu zu schreiben. Das ist einfach nicht unbedingt hilfreich. Aber da ist er ungefähr so flexibel wie dieser Tisch. Ja, da stelle ich zum Beispiel gerade fest, weil ich gerade an der Front-Controller für Joomla 4 arbeite, dass ich dafür keine Tests machen kann, weil wir keine Namespace-Session haben. Das heißt, ich muss erstmal die Namespace-Session in Joomla reinbringen, damit ich überhaupt meine Arbeit fortfahren kann. Ja. Ja, wenn die drin ist, kann ich einfach Tests machen und dann kann ich erstmal weiß, dass man den Tisch an die Tische an die Mauer auf dem Bau. Ne? Also liegt halt hinterher immer ein Haufen. Die Tischler und Maurer auf dem Bau, schön. Ja, bitte? Eine kleine Frage zur Struktur bei dieser Wahl der Vorstandsmitglieder. Ja. Die werden die Daten da bestimmt, kommen die aus den Reihen? Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Hast du das noch? Weißt du das noch aus der Übersetzung? Ich muss das nachlesen. Es gibt ein 46-Seiten-Proposal, da steht das drin. Da steht sogar drin, wie die Wahlperiode ist und dass das wahrscheinlich der Secretary, der Alte und sowas. Wenn ich es richtig im Kopf habe, werden die aus der Community heraus nominiert und dann gewählt. Von unten. Von außen. Von außen, oben, unten, links, rechts, aus der Mitte. Irgendwoher kommen die. Ich habe auch noch mal eine Frage. Streng genommen gibt es ja eigentlich zwei Produkte. Das Framework ist ja auch noch da. Ja. Das fällt ja genau unter den gleichen Schuh. Wie geht es denn da weiter? Das Joomla Framework als losgelöstes Produkt ist aktuell eine quasi One-Man-Show. Da ist ein Entwickler hinter, der Michael Bebgar. Der bastelt da auch immer mal wieder dran rum, weil er das für ein eigenes Projekt braucht. Ja, da gibt's es gibt eine Handvoll Leute, die da rumschrauben. Ich glaube, der Michael ist da schon der am aktivsten dahinter ist. Und George, ja. Ob das jemals seinen großen Durchbruch schafft, weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass einzelne losgelöste Elemente auch für andere Entwickler durchaus hilfreich sind, wenn es um Full-Stack-Framework geht, also ich mache was anderes als ein CMS, hauptsächlich auf Joomla-Basis. Ich glaube, da ist die Konkurrenz doch sehr stark, um das mal ganz nett zu sagen. Ich würde interessieren, wie oft gewählt wird. Hast du das schon gesagt? Oder ist es diesmal auch so, dass jemand gewählt wird und dann ist er? Das muss ich nachlesen. Aber es wird dann nie gewählt? Ja, 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 genau, genau. Es gibt feste Amtszeiten, das waren 2 Jahre oder sowas und dann wird man... Ja. Ja, ja, also das Demokratie, das finde ich total toll. Es gibt da so für. Schlussendlich geht alles auf das Produkt, oder vieles auf das Produkt zu lernen. Jetzt gibt es aber diese Release-Manager und alles. Wird diese ganze Release-Struktur, wird das dann beibehalten oder ändert sich da auch? Ich gehe aktuell davon aus, dass sich an der eigentlichen Arbeit erstmal nicht großartig was tun wird. Weil, wie gesagt, die Leadership-Strukturen haben uns nie dabei geholfen, auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Der Code wird von dem geschrieben, der halt schreibt. Und so was für Features, in welchen Release reinkommen? Da gibt es ja eine Roadmap für und es gibt auch heute gleich. Um 17 Uhr? Ja,
die letzte Session. In dem letzten Session-Block ist im großen Raum eine Session zu Joomla 4. Und da vermutlich der Großteil des PLTs dort anwesend ist, kannst du auch da nochmal deine Roadmap-Frage loswerden. Ich bin ja nur der Community-Knilch mit dem. Wie gesagt, letzter Slot, Community-Knilch, Code-Knilch. Andere Baustelle. Kack, das muss ich allerdings nicht dir recht geben. Das merkt man natürlich schon. Dadurch, dass wir uns die ganze Zeit mit Strukturen beschäftigen, fehlt es natürlich an Releases. Klar. Beziehungsweise an Neuerungen, wo irgendwo einer sagt, so, ich will nächstes Jahr im Januar dahin, genau an dem Punkt sein und dann geht's los. Das fehlt uns ja so. Es ist schon erstaunlich, dass das große Feature von Joomla 3.4 ist, dass wir ein Feature weniger haben. Aber gehört dazu. Ja, ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Spread the Joomla Love, zieht durch die Welt.